Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Code im Steam. Himmel! Wir sollten uns gut vorbereiten, bevor wir auf Erkundungen gehen. Aber ich möchte lieber nichts tun, was Aufmerksamkeit auf mich zieht. Herr Kind von Muscarcolo sind immer noch hinter der Karte her. Und sie können hier noch immer auf mich lauern. Ja, bah. Ich hab's. Überlass mir einfach die Vorbereitung, das kann ich gut. Oh, du versteckst dich besser. Schneebedeck, lass dich nicht blicken. Danke dir. Ich werde mir in der Nähe ein Versteck suchen. Sobald du bereit bist für den Dungeon, Bidiza, komme ich heraus, um dich zu begleiten. Also mach dich einfach auf zum Dungeon, sobald du mit der Vorbereitung fertig bist. Wir sehen uns dann. Auf zum Strand. Oh, verstanden. Gut, oh, dann werde ich mich mal nach Schatzstadt aufmachen, um alles vorzubereiten. Oh, verlass dich drauf. Ja, okay. Wir haben keine Poker angeblich, aber okay. Robinis, das sieht aber ganz schön fröhlich aus. Ich weiß, was Gutes geschieht. Juhu, wir kommen mal zu dem. Ist das das Geld, was wir in unserem normalen Spielstand haben? Nee, oder? Das macht ja keinen Sinn. Hallo. Na, Robinis, brauchst du Tim? Dann sag bitte Bescheid. Aber gerne, yo. Dunkelklaue, cool. Aber ich kann ja nicht Bescheid sagen. Wir haben heute wieder eine Auswahl verschiedener Items im Angebot. Bitte nimm die Zeit zu stöbern. Yo. Ja, das bringt aber alles nichts, das zu kaufen. Obwohl, wir haben allgemein keine Items dabei, oder? Nehmen wir einfach mal das mit. Jetzt haben wir Items. Yeah! Ein Apfel und zwei Siedelbeeren. Lange nicht gesehen. Nehmen. Okay, es sind unsere Items. Eieiei. Dann bringen wir die Bidiza erstmal irgendwas Cooles bei, würde ich sagen. Wenn ich irgendwas Cooles finde. Ich weiß nicht, ob er Vakuumhieb kann oder Aquawelle. Gucken wir mal. Wenn ja, wäre cool. Items. Ja, Bidiza kann Vakuumhieb. Und Aquawelle kann er nicht, okay. Lagern. Dim, dim. Dim, 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 dim. Ich will noch mal was mitnehmen. Und zwar snack ich mir Kraftband nicht, nein. Defenschal? Defenschal auf jeden Fall. Da würde ich sagen. Nehmen wir mal die Georox mit. Georox Brox, Pösebeeren und Sinelbeere. Noch ein Apfel. Und ein Top-Elixier. Yeah. Dim, 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 dim. Ich glaube, das ist doch unser Geld, was wir im normalen Dings haben. Items. Tiefenschal geben Bidiza. So. Wohin soll die Reise gehen? Sternenhöhle. Der einzige Ort, den Bidiza erkunden kann, okay. Schalten wir die Sternenhöhle dann auch für uns frei? Bidiza. Wir sind aber soweit. Gut, lass uns gehen. Zusammen die Sternenhöhle erkunden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, jawohl, ja, schon okay, jawohl, ja. Aber wir müssen uns keine Gedanken machen, solange wir zusammen sind. Oh, jawohl. Ja, wir schaffen das, jawohl, ja. Ja, schalten wir die Sternenhöhle auch frei, wenn wir jetzt die Bonus-Episode abschließen im normalen Spielstand? Das wäre ziemlich cool auf jeden Fall. Es hagelt. Wow, Schneebedeck ist Level 22. Also, und dann sollen wir hier ihm helfen, er hilft eher uns. Du hast keine Attacke fixiert, stimmt. Alter. Okay, ja, ich meine, na schade, ich kann die Attacken von ihm nicht, also von Schneebedeck leider nicht irgendwie ändern oder so. Das wäre cool auf jeden Fall, dass, wenn wir hier, ja, Dings. Wenn wir den Dungeon freischalten würden. Ich hätte Geld mitnehmen sollen, oder? Nee, es sind nur Orbs. Ja, die Orbs sind egal. Orbs sind egal. Orbs muss ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Dann können wir in unserem richtigen Spielstand auch Jirachi in unser Team holen wahrscheinlich, oder? So. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn wir das freischalten, dann können wir im nächsten Abschnitt, also nach der Bonus-Episode mit unserem Hauptspielstand halt, ganz normal
nochmal so ein Dungeon hier machen. Gut, dass wir ein paar Sinelbeeren mitgenommen haben, weil Bediza verliert mehr Leben, als dazu zu bekommen durch den Hagel. Ist nicht unbedingt so gut. Warte, wie war das? Vakuumhieb trifft doch jeden Gegner hier drin, oder nicht? Ja, geil. Das ist cool. Vakuumhieb ist ein ziemlich cool. Regenorbs? Oh lol, wir hatten noch nie einen Regenorb aufgesammelt. Krass. Ja, Regenorb lässt das Wetter verändern, macht ja Sinn, ne? Und wie so ein Sonnenorb stand da eben. Okay. Auch nicht schlecht. Wusste ich gar nicht, dass wir den noch gar nicht aufgesammelt haben. Aber ja, Alter, wir finden hier ziemlich viel Poke. Das ist ziemlich cool. Okay. Top-Elixier, okay. Ah. Endlich mal was ich von Mystery Dungeon noch nicht kenne. Wie gesagt, ich habe diesen Dungeon hier noch nie gemacht. Beziehungsweise die Bonus-Episode allgemein noch nie gemacht. Und ich weiß auch jetzt nicht irgendwie, wenn wir zu Hierarchie kommen, was da passiert oder so. Vielleicht was Cooles, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss gleich unbedingt eine Sinelbeere einsetzen, glaube ich mal. Oh, ich wollte schon sagen, trifft uns das jetzt? Ich hoffe nicht. Hat zum Glück auch nicht getroffen. Oh, zum Glück. Ich weiß noch nicht, wie viele Ebenen der Dungeon hat. Aber ich hoffe nicht so viele. Wäre nicht so unbedingt vom Vorteil. Aber... Oh, bitte schon. Okay, cool. Es ging schnell. Oh, wir sind ziemlich weit gekommen. Oh. Warum müssen wir nicht bald an dem Ort sein, an dem wir Joachim lebt, erreichen? So, was? Das kann ich eigentlich auch nicht sagen. Möglicherweise sind wir schon nah dran. Naja, wir müssen nur noch ein bisschen weiter. Oh, ist das so? Oh, alles klar, strengen wir uns immer an. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, ich habe momentan irgendwie das Gefühl, ist mir jetzt gerade so aufgefallen, irgendwie so, vielleicht ist Schneebedeck vielleicht doch eher das böse Pokémon-Kind, warum mit Skorkler wollten nur ihre Karte zurückholen. Könnte ja auch sein. Wäre nochmal eine geile Wendung irgendwie. Was wäre? Naja. Na doch, weil Bediza ist ja auch ziemlich naiv und leichtgläubig eigentlich. Es könnte sein, so. Dass er dann enttäuscht wird und so. Was in der Art halt. Ah, weiß man nicht. Werden wir ja dann noch sehen. Irgendwer hat einen Belebersaum aufgehoben. Wer hat den Belebersaum aufgehoben? Schluppuck. Okay, ich will Schluppuck treffen. Hallo Schluppuck. Warst du das? Bitte, sag, dass du das warst. Ich will nicht schlafen. Belebersaum, nice. Aufheben. Und eingeschlafen. Okay, warten. Jetzt einen Kaffee trinken. Oh, ich muss gleich unbedingt ein T-Shirt anziehen anstatt ein Pulli, Alter. Es wird schon wieder so warm gerade bei uns. Das ist ätzend. Wir können kein Top-Elixier mehr aufheben. Dein Ernst? Ah, die genutzte TM können wir weggeben. Brauchen wir eh nicht. Tiefe Sternhöhle. Ein Luturzel. Süß. Sweet. Ein Bausparvertrag. Eiaui. Wir sollten gleich noch mehr Belebersam. Wir setzen mal eine Sinelbeere ein. Damit wir uns erstens voll heilen und zweitens Platz haben für den Belebersam. Oh, hier geht's nicht weiter, okay. Och, mach doch nicht Grasflöte. Eissturm ist schon besser. Wir haben 70 Erfahrungspunkte erhalten. Wir könnten noch langsam ein Level aufsteigen. Wäre ganz cool. Da ist ein Item fallen. Noch ein Beleb, Alter. Komm, Sonnenorb. Wird das unverändert? Warum das denn? Hatten wir nicht eben noch Hagel hier? Hä. Okay, dann nicht. Okay. So, wie weit geht die Ebene noch? Ist das eigentlich so die einzige Mission, die wir
bei der Bonus-Episode hier machen müssen. Gucken wir mal. Ja, nanu. Oh, das sieht wie eine Sackgasse aus. Anscheinend ist das der tiefste Teil. Oh, die Tiefen der Sternhöhle. Aber wo steckt die Rache? Aber wer ist da? Ja, haha. Wer heißt das? Nee, du bist wirklich leicht, glaube ich. Den ganzen Weg voller Vertrauen, hier runterzukommen. Oh, lol. Aber was? Was soll das? Ja, lange nicht gesehen. Um genau zu sein, seitdem uns treffen, ist Schatzstand nicht mehr. Was? Was macht ihr denn hier? Der Ort, an dem Hirach in der Sternenhöhle leben soll, ist, also, ich dachte, Schneebedeck und ich seien die Einzigen, die mit Hilfe der Karte wussten, wie man hierher gelangt. Warum seid ihr denn hier? Hirach hat es hier nie gegeben. Was? Ja, die Sternenhöhle Hirach hier, das ist alles nur erfunden. Hat es alles nie gegeben. Das kannst du mir glauben. Du wurdest reingelegt, damit du herkommst. Von uns. Verstehst du? Aber was? Und? Was meinst du damit von uns? Wir sind eine Räuberbande. Man nennt uns als. Man kennt uns als Team Schlingel. Wir legen andere hinein und nehmen uns dann, was wir wollen. Wir sind Diebe. Üble Lümmel. Verstehst du jetzt? Wir sind die Bösewichte. Und ich bin der Anführer. Der großartige Schneebedeck. Ich hab's doch gewusst. Neulich, als vor dem Krieg 100 stand, ist in Selbstmitleid versunken. Was mache ich nur? Soll ich sie kaufen oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden. Wie weit zu sagen, ich hätte das Geld dafür. Ich hätte genug Geld. Ich trage es immer bei mir, 7000 Bucke. In diesem Augenblick haben wir dich beobachtet. Als wir diesen Batzen Geld sahen. Das war, als hätte man uns ein Zeichen gegeben. Da kam mir spontan eine Idee. Ohne Zweifel gehört das Geld in unsere Taschen. Aber dich dort vor Ort in die Zange zu nehmen, das hätte nur für unnötig ausgesehen. Aufsehen gesorgt. Deswegen haben wir uns eine kleine Schule gestartet, um dich zu ködern. Oh, das heißt, die Geschichte über die Sternhöhle und die Rache ist... Komplett erfunden, genau. Naja, nicht ganz. Als wir die uralte Karte erbeuteten, waren wir ganz schön aufgeregt. Diese Legende über Wünsche, die erfüllt werden. Es hätte Reichtum bedeutet. Also waren wir hier, um es herauszufinden. Ja, nur ist hier gar nichts. Eine Sackgasse mehr nicht. Wie enttäuschend. Nur eine Fälschung dieser Karte, das ist alles. Immer noch erbost kamen wir nach Schattstadt. Und da warst du. Oh. Na, Pech gehabt. Dein Geld nehmen wir. Mach dich bereit. Oh. Müssen wir jetzt echt gegen die kämpfen? Ich mein, Schneebedeck ist Level 20, Alter. Heilige Scheiße. Raserei, okay. Ich mache jetzt einfach die ganze Vakuumhieb. Könnt ihr vielleicht hinhauen. Super, dass ich das erlernt habe, Alter. Das ist super. Krass, für die Scheiße. Aber wir haben ja noch zwei oder drei Belebersamen, ne? Also von daher ist ja alles fresh, was das angeht. LOL, wir haben sie sogar besiegt. Easy. Okay, das hat nichts gebracht. Oh, ja. Das hätte halt erwartet. Wir haben die doch besiegt, ohne Witz. Nee. Trotz seinen Schwächen in den Job. Damit wir auch noch fragen müssen. Ja, mach schon und gib uns das Geld. Oh, nein, nein. Oh, das Geld. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Oh, was glaubst du, wer du bist? Ja, ein wahrer Dickkopf. Hey, zum letzten Mal. Wir nehmen uns mit Gewalt, wir müssen. Ja, jawohl. Erwartet. Hirachi? Ja, wie, was? Erstens. Ach nee. Erstens, nicht den Plagenden sagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Yo! Ah, die Knoblauchgeld ist da! Oho! Oho, ohi! Ohi, alle! Ihr wagt es nicht, unseren Lehrling aufzufassen! Macht euch besser bereit! Was machen wir? Gegen die berühmten Knoblauchgeld anzutreten. Wartet, lauft nicht davon!
Das sind doch nur Was? Das sind doch nur billigste Gerüchte über den legendären Ruf dieser Gilde. Genau wie das, nachdem hier Jirachi wohnt. Er tut es nicht, hat es nie. Versteht ihr? Gerüchte. Ihr lasst euch einschüchtern vor dem Gericht, dass die Knoblauch-Gilde ungeheuer stark sein soll. Wir machen sie fertig. Zeigt, was ihr drauf habt. Juhu! Alle zusammen, los geht's! Luffy! Ich hab dir doch eben schon alleine besiegt, Mann! Aber okay, dann halt nochmal einen Kampf. Besiegt, besiegt. Nicht besiegt. Besiegt. Sie ist unglaublich stark, die Gilde. Stark. Ja, denkt mal drüber nach, eure Untaten sein zu lassen. Hey, hey. Geht es dir gut, Petitza? Ja, oh, danke euch allen. Ja, nur, weil ihr mir geholfen habt, bin ich noch so noch wohl auf. Aber, oh, was macht ihr alle überhaupt hier? Plaudergei. Plaudergei hat uns erzählt, wie eigenartig du dich verhalten hast. Mann, meine Stimme, ey. Ja, Plaudergei hat? Ja, du hast dich wirklich sehr eigenartig benommen. Vollkommen abwesend, gemurmelt und eigenartig gegrinst. Und dann hast du plötzlich ein bisschen freie Zeit beantragt. Also habe ich mit dem Geldmeister gesprochen. Und bin dir zudem heimlich gefolgt, um zu sehen, was du vorhast. Aber wirklich? Ich sage dir eins, das habe ich nicht gemacht, weil ich dir nichts zugetraut habe. Nein, vielmehr habe ich mich grundsätzlich gesorgt. Du hast dich wirklich sehr eigenartig benommen. Ich musste die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass du der Gilde den Rücken kehrst. Das wollte ich selbst prüfen. Versteh das bitte nicht falsch. Ja, gut, das geht direkt hin. Sehr gut formuliert, ehrlich! Plaudergei, als du uns allen von der Mediza erzählt hast. Da hast du dir wirklich Sorgen gemacht, ey! Und warum wir alle hier sind? Zuerst wollten nur der Gildenmeister und ich die Folge und ich beschütze Mediza. Aber zum Schluss wollten alle mitkommen, war. Der Grund dafür ist ganz einfach! Als wir hörten, dass du dich sonderbar verhältst, Mediza. Aber wir konnten das nicht einfach ignorieren. Ja, nein, dein Training stets strenger gestaltet. Aber natürlich sorgen wir uns sehr um dich, Mediza. Deswegen, Mediza, wir sind sehr froh, dass du in Sicherheit bist. Oh, ihr alle. Ja, ich bin wirklich froh. Ihr habt das alles nur für mich getan. Aber jetzt habe ich euch allen wieder Umstände gemacht. Ich kann wohl einfach nichts richtig machen, jawohl, ja. Ja, was? Das stimmt aber nicht. Keiner hätte es allein mit einer Räuberbande aufnehmen können, hey! Echt so, du bist viel stärker geworden! Du machst dir Sorgen, um zu scheitern, aber genau auf diese Art gewinnst du eine Stärke. Das macht die besten Erkunder erst zu dem, was sie sind. Deswegen sollte einem das eigene Scheitern nicht peinlich sein. Jeden Meister. Alle miteinander. Oh, ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen, wahrhaft. Es tut mir leid, dass ich euch auf Trab gehalten habe. Von nun an werde ich keine Angst mehr vor dem Scheitern haben. Ich werde mich gedulden und mein Bestes geben. Oh. Genau. Ja, diese Räuberbande, aber echt ein bisschen schwach, oder? Hey, das stimmt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass sie es als die Sternhöhle. Dass sie einfach so aufgegeben und nach Hause gelaufen war. Aha, hey. Was? Aber hier ist doch gar nichts mehr, oder? Oh. Alles, was es hier gibt, ist eine Sackgasse. Aber kein Jirachi, oder? Oh. Hey, Mediza. Schon vergessen, wir sind ein Erkundungsteam. Richtig, wir sollten uns nicht so einfach geschlagen geben. Hat Knuddeluff was entdeckt? Vielleicht ungefähr hier. Luffy! Alter! Oh, Donnerwetter! Oh, die Wand ist eingestürzt. Oh, jetzt ist dort eine große Öffnung. Also, geht die Höhle noch weiter? Alle zusammen! Los geht's!
Ah, ich wette, dass das seltene Pokémon Jirachi dort auf uns wartet. Ja, denken wir schon mal darüber nach, was wir uns alle wünschen wollen, ey. Oh wei, ich bin so aufgeregt. Alle miteinander. Wartet einen Augenblick. Zu schade, aber wir können nicht weitergehen. Ja, wir können nicht alle weitergehen. Was? Warum nicht, Gildenmeister? Diese Erkundung, es ist und bleibt die Erkundung von Bidiza. Was? Oh, meine Donnerwetter. Ja, genau, die von Bidiza. Du hast die Karte erhalten, Bidiza, und du bist derjenige, der bereits den ganzen Weg bis hierher gekommen ist. Deswegen solltest du allein weitergehen, Bidiza. Oh ja, wenn du es so sagst. Was soll alles sein? Wir können dich nur bis hier zu diesem Punkt unterstützen. Der Rest der Höhle gehört dir, Bidiza. Nutze deine Stärken und streng dich an, damit diese Erkundung erfolgreich sein wird. Oh, ein Gildenmeister. Oh, danke vielmals, jawohl, ja. Herr Bidiza, gib immer dein Bestes. Aber bitte erzähl uns danach alles über deine Erkundung. Na, gib dein Bestes mir. Oh, ja, alle. Oh, ich danke euch so sehr. Okay, dann mal los. Oh, ich bin weg, jawohl, ja. Oh, ich gebe mir Mühe mit der Erkundung, jawohl, ja. Nee, alles Gute. Ich wäre so gerne bei ihm. Du schaffst es schon, Bidiza. Gib dein Bestes. Ja, da geht's, ja, hey. Übrigens, Gildenmeister, du warst heute wieder so cool wie immer. Juhu. Ja, findest du? Genau, die Erkundung, Bidiza zu überlassen, war eine sehr großzügige Geste für dich. Gerade, weil ich ihre Wünsche erfüllt, nicht wahr? Oh, das geht auf den Hals. Hättest du dir so viele perfekte Äpfel wünschen können, wie du essen kannst, ahaha. Oh. Selbstverständlich, der Gildenmeister ist so edel und bescheiden. Persönliche Referenzen. Persönlichkeit und Präsenz. Eine unwiderstehliche Ausstrahlung und natürlich Autorität. Wir können alle froh sein, Lehrling seiner Gilde sein zu dürfen. Hey. Auch ich kann es kaum wegen meiner Begeisterung für den Gildenmeister was? Auch ich kann wegen meiner Begeisterung für den Gildenmeister zu Gilde. Hallo, Meier, der beste Schüler des wunderbaren Gildenmeisters. Ah, das bin ich, nur damit ihr es nicht vergesst. Ich gehe jetzt. Hey! Alle, den Gildenmeister aufhalten! Gildenmeister, das geht nicht. Oh, weia, der Gildenmeister wehrt sich. Wow, er ist so stark. Au, 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 au. Ja, wir müssen ihn aufhalten, alle miteinander, was auch passiert. Aber der Gildenmeister, er ist so cool, so abgeklärt. Spitze. Deren Ernst. Der Gildenmeister hat gar nicht daran gedacht, dass es perfekte Äpfel geben kann. Okay. Gut, Leute, aber wir beenden hier erstmal den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Alter, ich bin schon seit 19 Stunden und 40 Minuten. Das ist heftig. Ups. Krass.